Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 76. Ja, und wir suchen immer noch den ominösen dritten Stock in den Apartments, wo wir den PC finden. Ja, genau. Hallo und moin moin. Ja, wir versuchen hier nochmal irgendwie reinzukommen. Das ist guck aber, mal, hier ist nämlich auch unzugänglich. Ja, das ist, hat mit dieser einen Quest zu tun, dieser Raum, meine ich. Und zwar aktiviere Stahlherz. Das ist M1. Ach so. Ja gut, dann haben wir damit schon mal nichts zu tun. Nee, also ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt hier nochmal. Da oben, guck mal, da oben ist nämlich ein Durchgang in der Mauer. Hm. Ne? Das wäre 1, 2, 3. Vielleicht gehen wir hier nochmal die Treppen. Hier nochmal hoch. Hoch? Ich gehe noch mal eben. Hier ist noch ein. Warte mal, hier ist noch ein zweiter Gang. Oh, hier ist eine Tür. Shadow Breeze, ich hab's. Komm hoch zu mir. Ich komme. Das ist das. Genau hier müssen wir hin. Hier, die. Ja, ich genau. Bin drin. Wo bist du denn reingegangen? Von oben, von der Schiene her. Ach so, okay. Ich komme vom ja, Balkon oder also, so. Ihr Lieben, wir kommen der Sache näher. Guten Tag, ihr drei. So, das ist ja eine gut funktionierende Farbe. So. Also man muss wahrscheinlich sogar nur diesen Schienendingsbums nachgehen, ne? So, ich suche ja, hier noch mal nach einem Terminal. Ja, hier ist ein kaputter Terminal. Ja, wir brauchen einen, der wohl noch funktioniert, schätze ich mal. Bist du unter mir oder wo bist du? Ich oder könnte über dir sein. Ich weiß das nicht, in welchem Stock ich bin. Okay, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Vorher lesen, was auf der Tür steht. Hier steht auch Appalach. Ja, warte mal. Mach jetzt Licht an, egal wie gefährlich das ist. Hier ist noch ein Teller, den könnte ich mal wegnehmen. Braucht eh keine mehr. Hier ist noch ein Beil, das nehme ich mal mit. Da könnten die Leute ja Unfug mitmachen. Oh, dauert das wieder so lange. So, sorry. Paxo nehme ich auch mit. Und jetzt wieder rein. So. Mann. Oh, die Güte. Amen. So, jetzt müssen wir nach einem. Das ist Appalachia. Hier wird nicht rumgekrabbelt. Ah, ich habe einen Terminal gefunden. Nee, der ist kaputt, ne? Das ist wohl der kaputte, den du auch gefunden hattest. Hier liegt jemand. Schön, lass nur liegen. Tritt dich fest. Toll. Ja, warte mal, hier ist noch eine Postkarte von Adrian. Hi Markus, ich wollte für die heutige Prüfung mit Glück und alles Gute. Du kannst kaum erwarten, dich nächste Woche zu sehen. Alles Liebe, Adrian. Da geht's nach Appalachia. Okay, gut, das ist es nicht. Warte mal, hier ist eine verschlossene Tür, die geht aber auch nach Appalachia. Mist, hier muss doch irgendwo der Terminal sein, von dem die Rede ist. Oder wir müssen noch einen höher. Bist du noch einen höher, ne? Ich habe ein Terminal gefunden. Ja, warte, ich versuche mal hochzukommen. Finde ich hier nur keine Tür. Oder ich muss doch nach draußen. Nee, ich bin im Treppenhaus hochgegangen. Ich kann nicht im Treppenhaus hoch. Hier ist ein Treppenhaus. Es gibt ein zweites Treppenhaus. Moment. Vielleicht hier hinten. Nee, nee, innerhalb nicht. Der Wohnung war eine Treppe. Ach so. Ja, ich bin von der anderen Seite reingekommen. Dann gehe ich hier mal nach Appalachia raus. Mal gucken. Dann müsste ich ja irgendwo rauskommen. Wo waren das jetzt? Hier, glaube ich. Ne? Ja, Trevor Moormans Terminal ist das genau. Neueste Daten. Entschuldigung, Leute. So, Zugangscode auf, soll man speichern? Aufschreiben. Oder steht speichern? Ja, okay. Ich schreibe ihn auf. Ja, nee, schreib ihn auch auf.
Ich glaube, jeder kriegt wieder einen anderen. So, ich gehe mal kurz raus, ne? Damit ich auch dahin komme, wo du bist. Oh, das dauert so lange. So, ich lasse einen Moment stehen, dann könnt ihr selber lesen, wenn euch das interessiert. So, ich bin jetzt draußen. Shadow Grease Apartment. Jetzt bin ich auf diesem Dings. Aber wo bist du denn jetzt? Also aufschreiben kann man den nicht. Der wird auf dem Holoband gespeichert. Ach hier so. Steht jetzt nur noch, Zugangscode wurde erfolgreich auf Holoband gespeichert. Ja, okay. Wie gesagt, ich bin von den Schienen oben rein, da wo es der grüne Bereich ist, und dann bin ich Treppen rauf. Innerhalb des Gebäudes. Treppe rauf nochmal einmal, ja. Okay. Innerhalb des Gebäudes. So. So. Zugangscode gespeichert. So, das heißt, hier müssen Treppen sein. Ah, hier. Jawohl. Genau. So, da ist noch ein Dings. Nehme ich mal und hier hinten ist der PC. Jo, ich komm da mal hin. Ah, hier, ne? Ja. Oder? Ja, okay. Gut, dann schauen wir mal, was wir da so haben. Nachricht S. Wellington. So, ich mach den auch einfach nur mal durch, dass ihr das lesen könnt, wenn ihr möchtet. Von Mr. Green oder M. Green. Genau. Hier habe ich noch ein Safe aufgemacht. Ja, habe ich schon gesehen. Ah ja, Mr. Green, Zugangscodes hinzugefügt. So, abschreiben kann man gar nicht, seht ihr? Nein. So. Gut. Hier ist noch ein Safe. Da sind sogar technische Daten drin. Ah, verbotenes Wissen ist freigeschaltet. Oh, cool. Hast du den Safe daneben aufgemacht? Ja. Also, was wir hier noch haben. Oh, so eine kleine Ausstellung. Da scheint einer Boote gemacht zu haben. Oh, das ist spielcool. Hier kommen wir wieder nach Appalachia raus. Also am besten merkt man sich, dass man von dieser Bahn oben auf der Bahn lang läuft, bis man an dieses Appartement kommt. Und dann kann man hier direkt durchlaufen. Also das, und dann sucht man eigentlich nur diesen heilen eine Treppe rauf, meine ich noch. Und ihr seht, hier kann man auch überall dann durch. Von unten müsste auch eine Tür sein, eine große. Warte mal, ich bin doch eben hier. Aha. Bin ich nicht eben hier gewesen? Schon. Hier ist der kaputte. Ja, klar bin ich hier gewesen. Ich habe mich nur nicht rausgetraut. Ach, hier bin ich nicht durchgegangen, genau. Ja gut, ist egal. Ja, also man kann von zwei Türen offenbar rein oder zwei Bereichen. So, ich komme mal runter zu dir, wenn ich dann die Treppe wieder finde. Hier ist noch eine Tür, die noch zu ist. Ich nehme mich mit. So. Jupp, das nehmen wir auch mit. Jawohl. Muss die Treppe da unten. Ah, hier ist eine Dings für Uftis. Hier ist noch eine Kassette. Nicht mein Morgentown. Nehme ich ja auch mit. Können wir später vielleicht nochmal hören. Irgendwann mal. Und uns das an. Weiß nicht, ob wir die brauchen. Anhören können wir so uns dann auf jeden Fall noch. Hier ist der Abgang da unten. Der hat noch ein bisschen Kreide bei sich. Ach, da bist du. So. Oh, Plastik nehme ich auch noch mit. Hier ist der Haupteingang. Das Safe ist auf. Kannst du mal einmal gucken. Ja, wo ist der Safe? Ah, hier. Ja, Metallrüstung, rechtes Bein. Oh, ich gehe mal hier raus. Ich mache mal hier draußen ein Foto. Vielleicht für ein Thumbnail. Müssen wir mal gucken. Okay, ja, das lasse ich jetzt alles so. Ja, ich bräuchte auch eins. Huch. Da ist
Das ist natürlich wieder alles zum falschen Zeitpunkt, ey. Oh. Hast du denn dein Tablettchen heute schon genommen? Ja, die habe ich schon genommen, die Tablette. Es ist trotzdem nicht. Es kommt immer auch was drauf an, was ich gegessen habe, wann ich gegessen habe. Denn im Essen ist leider auch Histamin drin und nicht zu so knapp manchmal. Aber man kann nicht immer dasselbe essen, das geht einfach nicht. Das ist ja was an der Birne, Mensch. Huch, war's gerade nur zum Teil da. Okay. Oh, Foto mit mir. Oh, mit. So. Ja, das Okay. Gebäude müsst ihr suchen. Da oben Ja, kommt er genau. über Und die ich. Schienen rein, hier unten halt ganz Ja, normal. und ich gucke auch mal, ob ich da nicht auch noch. Ja, genau. Das müsst ihr suchen. Das mache ich jetzt auch nochmal. Ich habe da auch eine Kamera oder nicht? Oder habe ich die zu Hause gelassen? Nee, die habe ich nicht zu Hause gelassen. So, machen wir dann. Foto, Pfötchen, komm. Pfötchen, Foto. So, ne? Bräuchte ich jetzt Oben eigentlich über mal eine das Gesicht. Werkstatt? Ja? Was wolltest du sagen? Eine Werkstatt bräuchte ich mal. Ja. War hier nicht irgendwo Moment. was, hier in diesem. Ja, doch, hier muss hier Red Rocket in der Nähe sein. Wir müssen uns leicht nach rechts wenden. Rechts rum. Ich wende mich. Folgen Sie mir bitte. Ja, ich guck mal irgendwas anderes noch. Ach, da. Hier ist die Straße und da können wir nämlich hier. So. Upp, jetzt habe ich den Hammer genommen. So, was ist Warte denn mal, hier das noch ist los? Morgentown. Oh, hier ist nichts los. Hier könnte Nö, man ein die paar haben alle Autos nicht. explodieren lassen. Wo sind wir denn jetzt hier? Ne, wir müssen weiter nach Ne, ich bin links. beim Parkhaus. Ja, ich sehe dich. Zumindest dem Namen noch. So, wir müssen irgendwie auf eine Straße kommen hier. Genau. Genau, und da weiter links. Geradeaus. Hier könnten wir eine Quest starten. Ja, ich will keine Quest jetzt. Damit habe ich genug zu tun. Ach, hier ist eine Werkbank. Habe eine gefunden. Hast du? Ja, ist Jo. da einer drin? Ah ja, super. Oh, der hat sogar noch was dort drin, Roboter. Was kommt da? Macht nichts. Was kommt, das geht auch wieder. So. Frag dich nur, ob waagrecht oder senkrecht. Entschuldigung, ich muss noch mal kurz ausmachen. Wieder an. Okay. Jo, oh, ich habe eine kaputte Kamera. Haben die Robbys denn auch noch was hier? Ah, eine Batterie. Das konnte ich doch brauchen. Oh, hier unten sind auch noch Kleinigkeiten. So, jetzt würde ich gerne ein Zelt aufbauen. Am besten Ja, hier ne? unten mal versuchen. Vielleicht gehen wir so ein Stück Richtung Red Rocket, die hier noch irgendwo in der Nähe ist. Ups, was haben wir da? Alu war das, glaube ich. Und ein bisschen was zu essen. Ja? Kaputte Kamera. Ja, ich räume hier gerade alles ab. Wie werden jetzt eigentlich der nächste Schritt? Wir müssen zu den Pleasant Valley Hütten. Bei Top of the World ist es. Da muss noch ein Terminal in der Hütte, in einer Hütte sein. Aha. Und das heißt Green Verteidigungssysteme. Und dort Ich lasse müssen mal wir hier ganz uns. die Straße runter. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo mein Zelt aufstellen kann. Ja. Warte mal, war hier nicht jetzt auch die. Nee, wir sind schon zu weit weg.
Da drüben könnte es klappen, ja. Jo, hier ist alles gut. Schön gerade auf die Straße. Platsch. Einmal durchgewaschen. Jo, so. Prima. So, kann der Kabel gleich da rein. Hab ich noch was zum Ablegen? Die schleppe ich jetzt auch schon eine halbe Ewigkeit mit mir rum. Na gut. So. Ja, ich wäre also dann gleich soweit. Ja, ich kann. So, was haben wir denn da südlich? Pleasant Valley. Also, und da sind die Top of the da World. Da ist genau. Ein nächstes Terminal in der Hütte. Green Verteidigungssysteme. Mit dem erzeugten und zu merkenden Code, also aufschreiben, den tatsächlich aufschreiben. Ja. Zettel liegt bereit. Dann lass uns zuerst zum Bahnhof reisen, oder? Ja, würde ich sagen, von dort aus ist es am günstigsten, ne? Ja. Warte mal, wo war das ich jetzt? Bin das unterwegs. Noch... Ja, hier muss das sein. Moment, hier, da. Ich bin genau. Unterwegs. Jo. So, dann müssen wir die Pleasant Valley Hütten müssen hier oben irgendwo sein. So, was sind da jetzt für Bubis? Teste mal ab, was siehst du? Da 45er oder kleine? Siehst du überhaupt welche? Ich habe gerade einen bewegt. Einer hat dich gerade bewegt. Das könnten durchaus etwas größere sein. Ich werde mal antesten. Ja, gehen aber. Ach, das geht noch. 14er nur. Ach, halt doch die Fresse da oben. Mann. Oh, Mensch. Nervt so. Mich nicht. Ja. Ja. Das ist eine Muni, die nehme ich mit. Hier liegt nur einer, hat sogar eine 10 mm Automatik. So. Wir müssen zu den Hütten rüber. Das müsste. Nee, kannst du nicht. Ich kann dir ja helfen, aufzuhören. Also, ich helfe dir mal ein bisschen. So. Siehst du, jetzt kannst du aufhören. Dass ich mich immer aufregen muss. Bevor du meine Pötte kommst. Was denn? Wartest du mich? Ist der denn? Warte mal, den sehe ich nicht. Ich werde mal. Da muss also. Irgendein Quieker sein. Ja, lass ne quieken. Und da oben ist er. So. Erledigt. Und aufgehört zu quieken. Nee, quiekt immer noch. So, diese mal. Hütten hier oder kleinere Hütten? Nee, warte mal. Das gibt einen Ort, der heißt so. Und zwar müssen wir in Richtung Norden. Also hier lang, wo ich bin. Da drüben sind die Hütten. Also nicht Pleasant Valley. Nein, Pleasant Valley Hütten heißt das tatsächlich. Das wäre Richtung Norden. Von hier aus. Norden. Wo soll das denn sein? Ach, das, diese Dinger da, ja. Ja, ja. Na gut, gehen wir mal dahin. Bin unterwegs. Okay. Was? Das nächste Terminal in der Hütte. Da muss irgendwo eine Hütte sein. Jetzt heißt es ist natürlich die Frage.
das hier als Hütte bezeichnet. Heute sind die Dosen bitte gefallen hier. Ich hab mich schießen, du bist du sofort erschossen. Sogar aus der Hüfte, du. Das sag ich dir aber. Weiter mal still, ich kann dich nicht treffen. Es sind so viele Hütten, ne? Ups, irgendwas steht im Weg. Aha. Wir werden es schon finden. Ja, irgendein Terminal. Warte mal, hier ist noch ein Band. Geraldine Fitzsimmons Holoband. Ich nehme das mal mit. Der Terminal ist eh kaputt. Die sind beide kaputt. Okay, ich gehe mal hochgucken. Ah, was haben wir denn hier noch? Ein paar Kugeln. Das ist Plastik, Leute. Plastik brauchen wir immer. Weil hier unten sind natürlich auch Hütten. Das sind Hütten. Ja, vielleicht ist ja eine dieser Hütten. Also wir müssen auf jeden Fall nach einem Terminal suchen. Ich gucke hier nochmal, aber hier scheint das nicht der Fall zu sein. Moment. Kann ich da rein? So. Ne, hier ist nichts. Das ist alles ziemlich kaputt. Ups. Warte mal, die erste Hütte. Ja, was ist die erste Hütte, wenn man da springt? So gute Frage, ne? Hörst du vielleicht mal auf mich zu schießen, du Dödel? Wo bist du denn? Warte mal, ich habe einen Gemeinschaftsraum. Ich habe noch einen Holoband gefunden. Was ist hier? Was wollt ihr denn? Hallo? Ich will überlegt, dass ich die Viecher essen soll. Ich mich immer aufregen muss. Halt die Fresse, oder wie du heißt. So, hier ist schon mal ein Eimer und noch ein Eimer. Alles Stahl, alles Stahl. Ich gehe mal hier rein. Oh, hier muss ich was entsperren. Moment. In der Hütte Green Verteidigungssystem. Ah, oh, das Komma ist wahrscheinlich wieder noch falsch gesetzt hier. Nächstes Terminal in der Hütte Green Verteidigungssystem. Wenn du irgendwas das findest damit. Ja, ja. Oh, warte mal, wie geht das jetzt hier? Da, nö. Das war ein bisschen kaputt. Nee, das ist die falsche Richtung, glaube ich. Und auch nicht. So, aber ich krieg das Schloss nicht auf. Wie das hier jetzt. Ach nee, ja. Jawohl. Ich habe ein Terminal gefunden. Rodis Terminal ist das. Hm. Das ist Brodies. Ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt in der Richtung. Ich kann das ja mal aufmachen, mal sehen, was passiert. Ach du komm. Ich soll auch nicht mal so tun, oder? Ich will das Alpha haben. So, immerhin habe ich jetzt eine schicke. Und ich habe eine Ski-Outfit-Mütze. Was ist hier mit der Tür? Wir sind stolz auf dich. Oh ja, ich sehe jetzt auch ganz schick aus mit dem Ding. Meine Güte. So, was haben wir denn hier? Nö, das ist nur der Ausgang. Hey, warum sitzen du da? Gib mal die Splittergranate, der ist nicht gesund für dich. So, hier ist also... Was? Moment mal, was ist das? Oh. Ich komme nicht wieder raus, was? Oh, und? Na gut, ist auch nicht schlecht, so eine Tür, ne? Automatikverschluss. Achso, ich wollte den Terminal gucken, Moment. Aber ich glaube, ach, den muss ich erst entsperren. Nee, das will ich jetzt nicht. Das ist auch Brodies, das ist nicht, da steht nichts von Brodies. Erste Hütte. Warst du hier schon drin in der kleinen Hütte? Hier ist kein Terminal, ne? Nee, hier liegt nur einer rum. Was
Schlunze, Schießpapp, Schieß, das hast du. Ich nehme das Impro nochmal mit, um euch das zerlegen. Die Outfit, ach, will ich nicht. Upp, Tür an Kopf. Hast du hier hinten drüben? Ich kann selber nochmal gucken, aber ich hatte da jetzt nichts gesehen. Oder ich bin blind heute. Nee, hier ist nichts. Ich habe noch eine Anforderung gefunden, aber. Das ist der Gemeinschaftsterminal. In der Hütte. Warte mal, da, da ist so eine. Oh, komm schon, Schutz. Bauplan, Kampfgewehr, kritischer 38er Verschluss. Naja, hab ich noch nicht. Dann nehmen wir ihn mit. Hier ist eine Werkbank, hast du schon gesehen? Ja. Was ist denn hier noch Schönes? Ein Rezept, das kenne ich schon. Hopf, das ist wahrscheinlich so eine Art Wohnraum. Tja, erste Hütte. Ist eine gute Angabe. Erste Hütte. Super Angabe ist das. Was haben wir denn hier? Das ist doch keine. Das war dein letztes Wort, du. Das hättest du nicht sagen dürfen. Verdammt, sagt man nämlich nicht. Nicht? Verdammte Scheiße nochmal. So, Oh, da schießt irgendwas auf mich. Warte mal. Ich muss mich mal kurz verstecken. Wo steht denn das Ding? Hä? Wer baut denn hier solche Waffen hin? Was haben wir da bekannt? Plastikmesser nehme ich mit. Das Wasser, das nehme ich mit. So, was haben wir da noch? Auch bekannt, das lasse ich stehen. Was ist das denn hier alles? Können wir alles schön mitnehmen. Erste Hütte. Das muss doch eine Waffe sein. Okay. Ist hier ein Terminal? Nee. Ah, hier ist ein Terminal. Ich habe ein Terminal gefunden. Ich guck mal, was das für einer ist. Moment. Mike, ich komme so bald wie möglich, um mir das neueste Artefakt anzusehen. Ich würde gerne einen Experten mitbringen, einen Mann namens Christopher Reed. Ich vertraue ihm zwar, aber es wäre in diesem Fall ratsam, seine Vorgeschichte zu prüfen. Wer kommt der Wahrheit immer näher? Mit freundlichen Grüßen, Trevor. So, wir hatten doch vorhin ein Terminal vom Trevor Moorman, ne? Das könnte hinkommen, dass das schon der richtige Platz ist, wo ich hier bin. Ja, dann komme ich gleich. Jo, ich mach mal schon mal. Wahrscheinlich muss ich mir dann die Nummer aufschreiben. Ah ja, hier kann man einen Einmalschlüssel erzeugen. Ja, dann ist das doch richtig. Ja, dann ist das schon mal richtig, genau. Das ist von Mr. Green. So, 6, 1, 2, 2, 7, 6. Jawohl, dann haben wir doch was wir brauchen. Endlich gefunden, nach langem Gesuche. So, die Geschützsturmsteuerung, die können wir anlassen. Ist eh keins mehr da. Ja, genau. So, super. Ich habe einen Code. Jetzt muss nur noch unser lieber Boss. Bin sofort da. Ich wollte mal eben gucken, was mit diesem Rechner hier noch los ist. Ja. Hat zwar nichts mehr damit zu tun. Aber. Nö, offenbar nicht, ne? So, das wie mit das hatte ich, ja. Was ist denn das? Das könnte vorm Geschütz sein. Irgendwie weggesprungen.
Jo. So. Wo steckst du eigentlich? Du bist irgendwo. Aber die erste Hütte, ja gut. Ach, da hinten bist du, okay. Das gibt's Moment. Überhaupt nicht. Guck mal. Ob ich da hochkomme. Nee. Nur auf die Hecke. Jetzt komm ich nicht raus oder was? Das gibt's ja wohl nicht. Ich hänge in der Hecke fest. Jetzt muss ich mich doch tatsächlich wegbeamen. Was? Jo. Moment, ich muss mal zu dir kommen. Ob ich will oder nicht. Ich komme sonst nicht aus der Hecke raus. jetzt muss ich nur mal gucken, wo du bist da hinten. Ein Treffer. Aha. Keiner da. So, da bist du. Irgendwo bist du hier oben. Ja, ich wollte mir nur noch mal eben schnell die den Terminal angucken, den du nicht aufgemacht hast. Ich hatte nicht die richtige Skillung. Was die Punk. Ist da noch was drin? Was ist das denn? Stein. Felsbrock. Ja, ne, ist uninteressant. Ist nicht drin, ne? So, mein langhaariger Freund, wo muss ich denn jetzt hin? Komm mit, mein langhaariger Freund. Folgen Sie mir. Also, das war das schon mal nicht. Wir müssen hier vorne in die grüne Hütte. Die grüne Hütte. Genau, die ist nämlich richtig schön groß und dick und fett. Und grün. Und grün. Eine halkmäßige Hütte. Hört mal auf, hier rumzuklappern, ihr Gestelle. Mann, das ist ja fürchterlich. Ich hab gesagt, aufhören. Komm mit, hier ist ein Terminal. Nee, nicht hier. Da muss er sein. Hier. Hier bei mir. Da eine Wand. Guck. Guckst du, eine Wand. Ja, guckst du. Ja. So. Einmal so, Schlüssel erzeugen. Jawohl. Ja. Ach, dann wollen wir uns den mal aufschreiben. Würde ich vorschlagen, ja. Ja, so kann man sich täuschen, ne? Mal einmal sagen, ach, eine Stunde und dann haben wir das erledigt. Ja, wenn man das nicht findet, das macht natürlich die Sache dann einmal spannender, aber natürlich auch länger als gedacht. Ja, dann haben wir wenigstens ordentlich was zum Zeigen. 94, 96, Moment, 40, wir 40. Haben aber jetzt einen Code. So, jetzt müssen wir unter die Hütte kriechen. Hier muss man irgendwie unter die Hütte können. Ich gucke mir das mal an gerade. Hier muss ein Safe sein. Hier liegt auf jeden Fall ein Toter. Unter die Hütte kriechen. Was ist denn das überhaupt für eine Angabe schon wieder? Tja, unter die Hütte kriechen. Ach ja. Ist ja echt hart, ey. Gibt's hier irgendwo ein Safe? Oder ist das auch schon wieder nicht mehr so richtig? Das kann natürlich auch sein. Weil wir haben ja eine Zahl. Kommt doch mal zu mir. Da hier wird unter die Hütte. Hast du was gefunden? Ich konnte auf jeden Fall hier unter die Hütte kriechen. Ah ja, hier ist das Tastenfeld. Ah, Tastenfeld. Moment, genau, ja. Ja, warte. Nichts machen, ach, keiner beruhigt dich. Wir müssen nämlich jetzt einmal die Folge beenden. Ja, genau. Also, in der nächsten Folge geht's weiter. Und ob wir das mit dem Tastenfeld hier richtig machen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also, tschüss ihr Lieben, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allem wenn ihr Gutes tut. Gut wäre Däumchen nach oben, Abo, Glöckchen, gute und liebe Kritiken. Und wir sagen tschüss, ciao. Ja, tschüss.